Tag 1-1. Also gut. Boah. Wir haben kaum noch Streichhölzer. Du hast recht, dieses Quietschen sind einfach die Türen. Es ist nicht die Clownpuppe. Naja, vielleicht ist es beides, habe ich zwischendurch überlegt. So, jetzt versuche ich nochmal diesen einen Raum da. Ah, wir haben den Schlüssel, genau. Die hier war es, ne? Ich glaube ja. Nee. Nope. Und jetzt gehen wir wieder da unten am Clown lang. Wer ist ja nicht mehr da. Angeblich. Ich weiß nicht. Also, im Prinzip ist es jetzt nur die Erzählung von früher. Nee, oh. Da ist er noch. Boah, wieder mich abcreept, dieser Clown. Ich frage mich, ob das immer so ist, dass bis Tag 11 nichts passiert. Oder ob das hier Zufall ist. So. Ich meine, bei Monstrum sind wir ja sehr lange rumgelaufen. So, hier bin ich jetzt in diesem Zimmer. Ja. So, da geht's raus. Da ist die Stute, Hier geht's raus, ja. Stute weiter. Wo haben wir denn jetzt noch überall Streichhölzer gesehen? Wir könnten hochgehen. Ja, das machen wir auch. Ich habe jetzt aber keine Streichhölzer mehr, ist ja egal. Ich bin einfach mal relaxed jetzt. Was soll passieren? Weißt du was, ich sammle die Dings ein. Ich sammle diese Batterien jetzt mal hier kurz. Ja. Yeah. Kannst du mal hochgucken? Sind da wirklich die ganzen Krähen? Ja. Ist so widerlich. Also der Clown hat sich selbstständig aus der Abstellkammer befreit. Muss man ja auch mal so sagen. Meinst du? Aber wir haben ihn doch noch nicht hingelegt. Nein, aber irgendjemand hat ihn mal hingelegt und offensichtlich ja nicht wieder rausgenommen. Und er ist alleine wieder rausgekommen. Weil er sitzt ja nicht in der Abstellkammer, sondern er sitzt dort. Naja, wer weiß, wer das war. War das ja selber. Also das fand ich jetzt nicht so, also diese Vorstellung habe ich jetzt nicht gehabt. Aber wer weiß, wer weiß. Aber wer weiß, genau. Nochmal hier alle Türen abchecken. Jetzt denke ich natürlich drüber nach, ne? Vielleicht ja doch. Und diese Tür die ging Tür auch, ging nicht, auch auf. Nicht auf. Nee, nee, das brauche ich ja dann nicht nochmal zu versuchen. Wieso? Haben wir nicht einen Schlüssel gefunden seitdem noch? Nee. Ach, okay, ist der lag hier auf der Büste, ne? Den können wir jetzt hochgehen. Ist dann jetzt diese Treppe hier, ja. Das ist ja, es ist wirklich endlos. Es muss ja einer aufgehen von. Alter. Was soll denn das? Die ist es. Die ist es. Die ist es. Oh, Gott sei Dank, Streichhölzer. Schon wieder so küchenähnliches Zeug. Ja, mir kommt es ja extrem bekannt vor, ne? Hier waren wir doch schon. Ja, stimmt. Wie? Du, ich glaube, das stimmt hier alles nicht. Das ist alles nicht in Ordnung hier. Das hält uns zum Narren. Das hält uns zum Narren. Oh. Da. Das Mädchen. Ja. Ich gehe auf sie zu. Hallo? Ich bin so eiskalt. Da ist der Schlüssel. Ja. Ja, ich hatte jetzt aber auch verblüffend wenig Angst, muss ich sagen. Ja, ich kann das vielleicht. Wie so ein Großer. Vielleicht schaffe ich das auch. Vielleicht schaffe ich das. Ich will irgendwie hier sparen, immer mit meiner wilden Taschenlampe. Es tut mir leid. Ich mache jetzt hier lieber das hier an. Ist natürlich vielleicht ein bisschen zu dark alles hier, ne? Matchsticks. Ist es nicht immer besser, irgendwie die Teile zu gebrauchen? So, dann fangen wir hier an. Nüscht. Auch nüscht. Auch nüscht. Das ist bestimmt wieder eine ganz absurd blöde Tür an einer ganz anderen Stelle. Also die sind es alle nicht. Ich habe etwas gegähnt. Es ist ja auch schon spät am Abend. Mal wieder. Oh. Die war, die hatten wir schon. Oh. Und die auch? Kamen wir hierher? Ich weiß nicht. Nein.
Okay. Es tut mir der Mensch leid, der dieses Mädchen da designt hatte, dass es da am Ende des Ganges auftaucht. Und ich dachte so, Dieses oh, Level, ja. da flippen bestimmt alle voll aus. Und wir so, Nur mal hingehen, ne? Hallo. Das ist gemein. Hat sich das vielleicht ganz krass vorgestellt. Ja, das kann ja auch voll krass sein. Das kann ja gut und gerne voll krass sein. Ach, ist schon wieder die Tür nach draußen. Gottchen. Aber da hinten waren dann noch ganz viele Türen, die verschlossen waren. Hier? Ja, da so, geradeaus. Die auch, ne? Ja, welche ist denn das jetzt? Es könnte jetzt wieder die sein in dem alten Komplex Ja. oder. Ja, dann habe ich schon wieder vergessen. Ja, ich auch vielleicht ein bisschen. Wollen wir außen rum gehen? Können wir die Clownspuppe verbrennen, bitte? Ja, das würde ich auch gerne tun. Wollen wir außen rum gehen? Ja. Ich weiß zwar nicht, was du damit meinst, aber alles cool. Ja, durch die vordere Tür, damit wir jetzt nicht hier am Clown vorbeilaufen müssen. Ja. Du bist so freundlich. Ja, dann können wir gucken gehen, ob es vielleicht so auf den Friedhof passt. Gute Idee. Wenn wir schon mal hier sind. Wer geht nicht nachts gern auf den Friedhof? Leider nein. Wer macht das nicht gern? Nachts, das gehört ja auch irgendwie zu dem Anwesen, ne, dieser Friedhof. Ja. Der hauseigene Friedhof. Guck mal, hier ist Stromkabel, ist alles erst rein. Ich weiß gar nicht, warum das nicht funktioniert. Mist, verdammt. Da ist der Brunni. Ob das Spiel irgendwann mal aufgibt? Oh, es fängt an zu regnen. Ja, während wir draußen waren, ne? Ja. Kannst du mal nach den Froschis gucken? Vielleicht gibt es ja Froschis. Aber Das würde mich natürlich. beruhigen. Nein. Da ist einer, links. Ich höre ihn und sehe ihn. Was? Da, direkt vor dir. Mach mal Licht. Ah! Froschi! Tatsache, du siehst ihn. Voll gut. Das heißt ja auch. Hilfe? Oh, tut mir leid, habe ich dich weggerollt. Ja, ein bisschen. Das macht gar nichts. Das heißt ja auch, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Nein, wenn Frösche da sind. Räusper. Wenn Frösche da sind, muss man keine Angst haben. Ist ja auch immerhin das einzige Lebewesen außer uns hier, ne? Oder die Katzi. Oh ja, stimmt, die Katze. Aber die fand ich nicht so. Sehr schön. Jetzt müssen wir dann hoch in die Ja. Galerie, ne? Da war auch noch eine Tür, ne? In der Galerie, oder? Ja, so ein bisschen ist mir auch, aber ich habe mich kaum getraut zu sagen. Wieso? Na, weil ich Angst habe, dass es doch nicht so ist. Ach so. Ja, wir können es ja mal versuchen. Ich denke nur, wir müssen eigentlich nicht unbedingt mehr am Clown vorbei, oder? Ich habe ihn ja schon ganz gerne unter Kontrolle, Ach, du gehst gerne an ihm vorbei. ne? Nein, ich hasse ihn, aber ich freue mich immer, wenn ich weiß, dass er da noch ist. Ach so, ach so. Also hier oben ist ja Wo ist denn, alles. was ist denn mit der Abstellkammer? Was ist denn die Abstellkammer? Ich weiß es nicht. Das war ja vielleicht ein Tipp, ne? Aber wir haben ja auch vor allen Dingen noch einen Schlüssel. Ja. Und irgendwo zu muss dieser Schlüssel ja passen. So. Das ist das Bad. Ist da noch was, was wir nicht mitgenommen haben? Nein. Was wir mitnehmen konnten? Nein. Nichts mehr. Oh, Tada! hallo. Oh, Schach. Ja, es ist ganz hübsch eigentlich.
Schlüssel. Alles cool. Noch ein Zimmer? Natürlich nicht für diese Tür. Oh. Jetzt geht's ab. Das ist Jackpot-Zimmer. Oh, Batterie. Und Batterien auch noch. Und wie sieht's aus auf dem Spielfeld? Da hast du schon hier die Stute Reda. Da ist ja noch was los. Ja. Ich will jetzt auch. Ich habe jetzt keine Lust zu überprüfen, wer da jetzt am Gewinnen ist. Ach, zu duster, ne? Die verbrauchen sich so wahnsinnig schnell, diese Batterien. So. So, jetzt haben wir ja Schlüssel ohne Ende. Was, ich glaube, hier war auch noch irgendwas zu, ne? Hier vielleicht? Dahinter? Nee. Das da? Ah. Nee. Ah ja, das war da zu, kommen wir, aber wir haben es ja rum, von der anderen Seite aufgemacht. Seite. Ja. Also das ist es nicht. Ich habe gesehen, dass im Hauptmenü, wenn man das Spiel anscheinend durchgespielt hat, kann man ja auch mal das Haus noch so begehen, so Hausbesichtigung. Oh, das ist ja nett. Das hier haben wir versucht, ne? Das ist bestimmt am Tage, das, ach, denn, das Bad. Ne? Das ist bestimmt voll super und total relaxed alles. Eine ganz entspannte Hausbesichtigung. Ja, auf jeden Fall. Waren wir hier schon überall? Ja. Da kommen wir her. Hier waren wir auch, ne? Weiß ich nicht. Nein. Das war noch, aber in der oberen Etage hatten wir alles durch, ne? Hier, ich glaube, noch, ja. Ich wünschte, ich könnte mir sowas 1:1 merken, dass ich sagen könnte, ich glaube, ja, hier war dieses eine Kinderzimmer mit dem Schaukelpferd und so Kram. Ja. Gott, wie Memory. So. Ja. Okay, wo waren jetzt diese 1001 Tür, die wir nicht aufmachen konnten? Bin ich schon wieder verlaufen. Von hier aus schwierig. Wir könnten von hinten reingehen. Ah ja. Da war es, aber wie kann... Ah, ja. Ich glaube, wir müssen am Clown vorbei, um da hinzukommen. Nein. Deshalb sind wir außen rum gelaufen auch. Ja, wir laufen jetzt auch außen rum. Wir gehen da nicht dran vorbei, oder? Muss das sein? Ich bin sehr, sehr unklar, was das angeht. Ach Gottchen. Wie oft soll denn dieses Geräusch noch kommen? Ja, echt, das ist doch vom Band. Wir haben jetzt zwei Schlüssel, sonst kann gar niemand was. Zur Not schlagen wir ihn mit den zwei Schlüsseln tot. So, wetz. Ja, und die sind wieder am Start, ne? Die Krähen über uns. Ich höre sie so am Krähen. Die Krähen. Frechheit. Nein, wir rennen jetzt einfach zur Hintertür und dann gehen wir da rein und dann... Wirklich, also ab jetzt muss das alles irgendwie automatisch im Hirn funktionieren, weil ich habe überhaupt keinen Durchblick mehr. Oh, probier mal jetzt hier die Dingsbums. Ja. Ich würde mich ja so freuen, wenn man da hin kann. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, das war was anderes. Das ist bestimmt am Ende erst. Ja, wahrscheinlich. So. Wie far wir schon gekommen sind, warum lässt denn hier Licht? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Naja, egal, ne? Nope. Erstmal unten abchecken, ne? Ja. Achso, hier ist die Treppe. Luke um die Ecke. Creep. Diese Kerzen bringen immer so reichlich wenig irgendwie. Ist alles verschlossen. Vielleicht haben wir ja auch einen Ledermantel an. Ja, das habe ich gerade eben auch gedacht, genau das Gleiche. Die Tür geht jetzt auf. Was ist das denn für eine Tür? Sind wir da nicht schon mal durchgegangen? Da ist eine Küche hinter. Lüge, ich habe gelogen. So. Es ist so finster. Oh ja, du hast so recht. Machen wir jetzt, gehen wir jetzt nochmal, versuchen wir jetzt hier hochzulaufen? Nach oben, ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, die war schon offen, ja? Ja, genau, die war schon offen. Das die dahinter immer, auch? Das ist immer noch dieser Raum, der es nur verbindet. Oh Gott. Die ist ja von der anderen Seite, ne? Der hat uns damals gar nichts die gebracht. Die ist neu. Ja. Oh Gott. Ach, toll. Ja. Hm.
Das bringt auch nichts. Das ist ja der Schachraum. Ja, eben. Der Hintertür. Ja, die Hintertür. Da waren wir vorhin nicht durchgekommen. Dann haben wir, glaube ich, in diesem Raum einen Schlüssel eingesammelt. Und der war für diese Tür. Das wussten wir aber nicht. Aber es muss noch eine Tür geben. Da war das Kind. Hier? Nee, das ist wieder der Raum, der Verbindungsraum. Achso, Gott. Dass du da noch was weißt? Dass du da noch was weißt? Ein Glück bist du dabei. Naja, eben wusste ich ganz viel nicht. Aber das war gerade jetzt zufällig ganz akut. Das ist der Schachraum, oder? Die andere Seite des Schachraums. Nein. Nee. Siehst du? Nein, das ist er nicht. Das ist er auch. Irgendwas nicht. Geht hier bestimmt auf. Ja. Ah. Gott sei Dank. Das Uhrenzimmer. Mhm. Oh, wie es klackert. Meister Hora. Ja. Oh. Was passiert denn mit uns? Werden wir weggezogen? Von der Zeit? Die Zeit vergeht schneller. Soll ich hier rein? Ich muss das schnell machen. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Alles verschwimmt? Batterie ist alle. Die Zeit vergeht wirklich schneller. Kannst du wieder rausgehen? Nee. Jetzt aber. Nein, das sind alles Effekte. Das ist wieder alles cool. Ah, da ist bestimmt ein Schlüssel jetzt hier irgendwo. Cooler Beat. Immer wenn es so leuchtet, muss so ein Schlüssel erscheinen irgendwo. Siehst du den Schlüssel? Nee. Was will uns das sagen? Warum macht sich die Lampe mal von alleine aus? Was will uns das sagen? Wahrscheinlich ist wieder irgendwo anders was passiert oder so. Und kein Schlüssel. Ach, ich hasse das. Den nächsten Tag. Ich glaube, den nächsten Tag machen wir auch bei der nächsten Aufnahme. Ja, ich hatte genau das gleiche. Session. Genau den gleichen Gedanken, denn meine Nerven liegen auch mal wieder breit, obwohl ja wieder nichts passiert ist. Ne? Dieses Spiel ist einfach der absolute Hammer. Ja. Es passiert einfach nichts und das macht einem so viel Angst. Also mir zumindest. Ja, ich versuche mich da immer so mit Konzentration festzuklammern. Das geht ganz okay. Heute Morgen saß die alte Clownpuppe wieder an ihrem alten Platz. Du hattest recht. Linda schwört, dass sie nicht angefasst hat. Ich habe sie wieder weggeräumt. Yeah, das war die beste Folge von allen. Auch die spannendste überhaupt mit dem Höhepunkt des Mädchens in dem Gang. Das war das Allerbeste. Und ja, ansonsten war halt nicht so viel los diesmal. Aber ich glaube, das wird beim nächsten Mal wieder besser. Das wollen wir mal sehen. Beim nächsten Mal spielst du auf jeden Fall du wieder. Oh. Oh, dann werde ich wieder ein bisschen mehr Angst haben. Du warst ja da mal sehr relaxed. Gab mir Mühe. Ja, und da ist ja auch schon das Schlüsselchen für die nächste Folge.